Abend. Ich begrüße Sie zu unserer Ringvorlesung Ein Virus verändert die Welt. Göttinger Wissenschaftlerinnen zur Corona-Pandemie. Mein Name ist Regina Lange. Ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Universität und ich begleite gemeinsam mit meinem Kollegen Ben Büring, der heute das Geschehen sozusagen im Hintergrund begleitet, diese Veranstaltung. Unser heutiges Thema lautet: Mit Modellrechnungen der Covid-19-Ausbreitung auf der Spur. Den Vortrag hält Dr. Viola Prisemann, die ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen möchte. Die Physikerin Viola Prisemann ist Leiterin einer Forschungsgruppe zur Theorie neuronaler Systeme am Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Darüber hinaus ist sie als externe Dozentin und Lehrbeauftragte an der Fakultät für Physik an der Universität Göttingen tätig, wo sie assoziiert ist am Institut für Dynamik komplexer Systeme. Viola Prisemann hat sich intensiv mit dem Ausbreitungsgeschehen von Krankheiten beschäftigt und sie hat diese in Modellrechnungen simuliert. Diese Computermodelle sind insofern sehr interessant, weil sie dazu dienen, Einblicke in die Effektivität der Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung von Covid-19 zu gewähren. Und gleichzeitig geht es dabei auch darum zu lernen, wie wir mit den Lockerungen umgehen können, ohne erste errungene Erfolge zu riskieren. Gerade dies ist ja ein Thema, was wir hier in Göttingen in den letzten 2 Wochen recht intensiv verfolgen konnten und auch gesehen haben, wie fragil das erreichte Gleichgewicht, möchte ich sagen, wie fragil es ist und wie schnell es auch gefährdet ist. Die Arbeiten von Viola Prisemann und ihrem Team wurden kürzlich in dem im wissenschaftlichen Kontext sehr stark beachteten Fachmagazin Science veröffentlicht. Ja, ich wünsche Ihnen allen sehr viel Spaß und nun genug der Vorrede. Frau Prisemann, ich übergebe an Sie. Herzlichen Dank für die Einladung. Kommt Ihnen diese Kurve bekannt vor? Das sind die berichteten Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland im März und April. Im März, erinnern wir uns, gab es einige politische Interventionen, nachdem anfänglich diese Kurve wirklich deutlich und exponentiell angewachsen ist. Großveranstaltungen wurden abgesagt, wie Fußballspiele oder Messen. Schulen, Kindergärten, Bildungseinrichtungen wurden geschlossen, die meisten Geschäfte. Und endlich wurde am 22. März ein weitreichendes Kontaktverbot angekündigt. Diese 3 Maßnahmen sind im Abstand von genau jeweils einer Woche angekündigt worden. Und zwar in einer Zeit, in dem das Wachstum der berichteten Neuinfektionen noch stark angewachsen ist. Erst Ende März oder Anfang April in diesem Bereich ist die Anzahl der berichteten Neuinfektionen dann langsam wieder zurückgegangen. Dann im Laufe des Aprils eigentlich immer schneller. Gleichzeitig wissen wir, dass im März auch freiwillige Hygienemaßnahmen mehr und mehr umgesetzt worden sind, Kontakteinschränkungen freiwillig umgesetzt worden sind und wir sehen eine ganz klare Reduktion in der Mobilität. Wir haben uns mit meiner Arbeitsgruppe gefragt, was die Wirkung dieser einzelnen Maßnahmenpakete zusammen mit dieser Änderung im Verhalten für die Ausbreitung von SARS-CoV-2 bedeutet hat. Ich zeige Ihnen im Folgenden jetzt als allererstes mal die Ergebnisse und dann werde ich Ihnen innerhalb dieses Vortrags zeigen, wie wir zu solchen Ergebnissen kommen. Hier in den verschiedenen Farben, hier in Blau sehen Sie als allererstes nochmal die Daten, nämlich die Anzahl Neuinfektionen pro Tag. Hier sehen Sie die kumulative Anzahl über die Zeit. Das ist das, was ursprünglich oft gezeigt worden ist. Ich denke, dass die Anzahl Neuinfektionen pro Tag wesentlich besser darstellt, ob sich eine Kurve gerade hoch oder eben runter bewegt. Und hier der alleroberste Plot zeigt die effektive Wachstumsrate von einem Tag zum anderen. Das kann übersetzt werden in den bekannten R-Wert. Hier ist es wichtig, wenn die Wachstumsrate unter 0 ist, dann gehen die Fallzahlen wirklich zurück. Wir haben also ein Modell gerechnet, in dem diese Infektionsdynamik abgebildet wird. Und in diesem Modell haben wir angenommen, dass an diesen 3 Daten um den 8. März, um den 15. März und um den 22. März jeweils ein Rückgang im
R oder in der effektiven Wachstumsrate der Fallzahlen stattfindet. Wir wussten nicht, wie groß er ist, wir wussten nicht, wann genau er stattfindet. Wir haben diese ganze Änderung, diese ganze Verhaltensänderung eben auf diese 3 Wochen projiziert. Und wir sehen Folgendes. Wir sehen, dass aufgrund oder mit dem 8. März die Wachstumsrate deutlich runtergeht von über 30% auf 10-15%. Wäre das Wachstum dann genauso weitergegangen, wie es damals war, dann wären die Fallzahlen nicht mehr ganz so schnell exponentiell gewachsen, sondern langsamer exponentiell gewachsen. Das sehen Sie hier in der roten Kurve. Also hätte sich unser Verhalten überhaupt nicht weiter geändert im Vergleich zum 8. März, dann wären die Fallzahlen weiter exponentiell gewachsen, eben langsamer. 15. März ist assoziiert mit dem Schließen der Schulen, Bildungseinrichtungen und eben auch vieler Geschäfte, aller nicht notwendigen Geschäfte. Da sehen wir eine weitere Reduktion. Hier ist die als eine Stufe eingemalt. Die Stufenfunktion ist nicht so wichtig. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir eine weitere Reduktion sehen, die möglicherweise hier in leichterer Farbe sind die sogenannten Bayesian Credible Intervals, die Glaubwürdigkeitsintervalle eingezeichnet. Also möglicherweise hätte das schon ausgereicht für den leichten Rückgang. Wahrscheinlich nicht. Also wäre das Verhalten genauso weitergegangen wie um den 15. März, dann wären die Fallzahlen wahrscheinlich weiterhin leicht angestiegen. Aber wir sehen eben auch eine große Unsicherheit auf diesen Vorhersagen. Schließlich wurde am 22. März das Kontaktverbot angekündigt. Viele Menschen haben das schon vorher umgesetzt, aber manche konnten das auch erst oder wollten das erst nach der Ankündigung dieses Kontaktverbots wirklich selber umsetzen. Da sehen wir dann, dass diese dritte Stufe den Wachstum dann deutlich unter den richtigen Wert von R gleich 1 oder eben Wachstum von 0 bringt. Da sehen wir, dass diese Fallzahlen anfangen, deutlich zurückzugehen. Wenn man jetzt die echten Punkte, die echten Daten darüber plottet, dann sehen wir, dass wir schon hier am 1. April, als man noch gar nicht richtig entscheiden konnte, ob das Kontaktverbot überhaupt etwas gebracht hat oder nicht, schon da konnten wir relativ gut vorhersagen, der Annahme, dass es eine weitere Reduktion gibt durch das Kontaktverbot, da konnten wir die Fallzahlen recht gut vorhersagen. Warum dauert es so lange? Das ist etwas, was, glaube ich, inzwischen weit bekannt ist. Wenn wir eine Änderung im R haben, dann braucht es eben die Inkubationszeit und dann auch noch den Meldeverzug, bis man das überhaupt anfängt, in die Daten zu sehen. Und mathematisch dann auch noch Informationen rauszuziehen, braucht man ja noch einige neue Datenpunkte. Das heißt, jede Änderung im R kann man erst mit einer Verzögerung von 2 bis 3 Wochen wirklich mit gewisser Sicherheit sehen. Um zu erklären, wie wir das berechnen, möchte ich durch die grundlegenden Dynamiken von so einem Modell gehen. Die wichtige Zahl ist ja diese Reproduktionszahl R. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viel Personen eine infizierte Person im Mittel in der nächsten Generation ansteckt. Das sind Prozesse, die schon 1875 studiert worden sind. Da ging es um die Frage, wenn jemand Kinder hat, oder in dem Fall besonders Söhne, inwiefern sich dieser Familienname dann weiter trägt oder ob der auch möglicherweise aussterben kann. R ist also die Anzahl Söhne, die jemand hat, um seinen Familiennamen weiterzutragen. Hier in diesem Prozess ist es die sogenannte Reproduktionszahl, also die Anzahl Personen, die man ansteckt. Wenn also im Mittel eine Person weniger als eine Person weiter ansteckt, dann geht die Anzahl der Neuinfektionen über die Zeit runter. Wenn im Mittel eine Person mehr als eine Person ansteckt, dann wächst die Anzahl der Neuinfektionen exponentiell. Da ist immer viel Variabilität drauf, aber wir können sagen, im Mittel wächst sie dann exponentiell. Und je größer das R, desto steiler ist dieses Wachstum. Und dazwischen ist eben dieser Zustand, wo R gleich 1 ist. Da denke ich mal, okay, das ist konstant, das ist ein einfacher Zustand. So einfach ist der nicht, weil einfach eine extrem große Variabilität in diesem R gleich 1 auch verbunden ist. Deswegen ist ein R gleich 1 Zustand auch sehr, sehr, sehr schwer kontrollierbar. Der zweite wichtige Faktor, um dann R hier zu berechnen, wäre die Generationszeit. Also wie lange dauert es, bis eine Person im Mittel diese R weiteren Personen infiziert hat. Das können wir als eine Formel ausdrücken für alle, die hier mathematisch etwas interessierter sind. Die Anzahl der Neuinfektionen
nach einer Generationszeit ist genau die Anzahl der Infektionen mal R. Das ist so die allereinfachste Annahme für eine Krankheitsausbreitung, die wir machen können. Das kann man dann erweitern auf 2 Generationszeiten, R mal R, oder eben auf 3 oder mehr Generationszeiten. Also nach N Generationszeiten hat man R hoch N mal mehr Neuinfektionen. Daher kommt dieses exponentielle Wachstum. Hier ist die allgemeine Formel dafür. Wenn wir jetzt hier die erste Gleichung anschauen, die Neuinfektionen nach Generationszeit G, ist die Neuinfektion, die wir vorher hatten, mal den Faktor R, dann wissen wir, wie wir R berechnen können. Wir machen hier einen Dreisatz und sagen, R ist das Verhältnis, also das Verhältnis von Neuinfektionen nach G-Tagen geteilt durch die Anzahl Neuinfektionen, die wir eben zum Start, zu dem entsprechenden Zeitpunkt vorher hatten. Also R gleich Infektion, genau. Und dann wird hier für SARS-CoV-2 angenommen, dass eine typische Generationszeit 4 Tage ist. Ich nehme also die neu gemeldeten Infektionszeiten von einem Datum und teile diese durch die Neuinfektion 4 Tage vorher. Und dieses Verhältnis ist eine Schätzung für die Reproduktionszahl R. Das funktioniert an sich relativ gut, um eine erste Abschätzung zu bekommen. Natürlich sind die Daten mit Unsicherheiten behaftet, damit muss man umgehen. Es gibt allerdings auch unerwartete Effekte, die in der Dynamik vom R auftreten können. Und deswegen ist es manchmal besser, das nicht, sagen wir, mit einem so einfachen Modell wie hier zu schätzen, wo man annimmt, dass im Prinzip genau nach einer Generationszeit G R Personen angesteckt werden. Denn wir haben ja in so einer Krankheitsausbreitung wesentlich komplexere Vorgänge. Wir haben Folgendes. Wir haben im Prinzip erstmal einen suszeptiblen Pool. Wir gehen davon aus, dass viele Menschen suszeptibel sind. Dann gibt es einige infizierte Personen. Diese infizierten Personen stecken dann, wenn sie suszeptible Personen treffen, stecken sie diese mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an, je nachdem, wie lange sie die treffen. Wir vernachlässigen hier die Details und sagen einfach, im Mittel steckt diese infizierte Person, wenn sie eine suszeptible trifft, eben mit einer Reproduktionsrate R, welche aus diesem suszeptiblen Pool an. Und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis eine infizierte Person selber recovered wird, also immun wird, oder eben aus dieser Krankheitsdynamik rausgenommen wird. Recovered heißt in diesem Fall relativ trocken, entweder diese Person ist immun oder sie ist komplett isoliert oder sie ist möglicherweise eben auch verstorben. Sie trägt eben nicht mehr dazu bei, neue Personen anzustecken. Je nachdem, welche Art wir jetzt nehmen, die Reproduktionszahl R zu berechnen, kommen wir dann auch möglicherweise auf etwas verschiedene Ergebnisse. Die einfachste Art und Weise, die Reproduktionszahl zu berechnen und mal zu schauen, wie sich die Dynamik entwickelt, ist die folgende. Wir nehmen hier mal in diesem Modell an, dass die Reproduktionszahl R am Anfang bei 3 liegt. Und wenn diese Reproduktionszahl am Anfang stabil bei 3 liegt, dann haben wir ein exponentielles Wachstum, wo sich dann innerhalb von der Generationszeit G, also alle 4 Tage, grob diese Anzahl Neuinfizierter verdreifacht. Was passiert jetzt, wenn wir relativ plötzlich, vielleicht durch eine politische Intervention, vielleicht durch eine Änderung der Information, die Reproduktionszahl Richtung 1 bringen? Nicht unter 1, aber so Richtung 1,15 in diesem Beispiel. Ja, man könnte erstmal denken, dass dann wir ein neues exponentielles Wachstum haben, mit eben einer langsameren Wachstumsrate. Das stimmt, aber was auch noch wichtig ist, ist, dass dieses neue exponentielle Wachstum bei einem viel niedrigeren Niveau anfängt. Das liegt daran, dieses niedrigere Niveau, dass wir dieser ganze vergangene Pool von Menschen, die ja noch infiziert sind, all diese tragen plötzlich wesentlich weniger Neuinfektionen bei. Deswegen gibt es einen transienten Rückgang. Das ist ein relativ unerwarteter Effekt in den Neuinfektionen. Der ist hier in einem Extrembeispiel natürlich gezeigt. Der passiert aber genauso, wenn ich hier einen langsameren Übergang gehabt hätte. Da sehen wir im Prinzip dasselbe, nur ein bisschen ausgeschmierte. Also was ich sagen möchte, ist Folgendes. Wenn ich einen plötzlichen Rückgang in der Reproduktionszahl R habe, dann sehe ich auch
einen lokalen Rückgang der Anzahl Neuinfizierter. Die Anzahl Neuinfizierter sieht man häufig nicht, wenn man Daten beobachtet. Typischerweise weiß man die Daten, wann Symptome angefangen haben oder wann eben die Fälle berichtet worden sind. Dadurch, dass Symptome und auch Meldedatum verzögert sind und natürlich auch eine gewisse Variabilität haben, dadurch glättet sich diese Kurve der Neuinfizierten, wenn wir sie dann wirklich beobachten. Aber wir sehen trotzdem typischerweise diesen lokalen Rückgang. Wenn man daraus jetzt das R berechnet, wie ich das vorher erklärt habe, man teilt die Anzahl Neuinfektionen an einem Tag durch die Anzahl Neuinfektionen 4 Tage vorher, dann sieht man hier am Anfang beim exponentiellen Wachstum perfekt den richtigen Wert. Später, wenn es sich wieder eingependelt hat, sieht man auch perfekt den richtigen Wert. Zwischendurch sieht man eben diesen Rückgang, der erstens langsamer ist, aber der vor allen Dingen hier auch, und das ist mir wichtig, einen lokalen Wert transient unter 1 zeigt. Wenn man sich die Rohdaten anschaut, weiß man genau, warum der einen Wert unter 1 zeigt. Aber was ich da eben mitgeben möchte, ist Folgendes. Wenn ich mein R auf eine relativ einfache Art und Weise berechne, werden nicht nur mögliche Stufen komplett abgeflacht und es gibt möglicherweise natürlich Verschiebungen in der Zeit, aber ganz wichtig, das R wird manchmal oder kann manchmal auch kleiner geschätzt werden, obwohl das wahre R, das zugrunde liegende R, hier immer größer als 1 war. Das ist im Prinzip nicht so dramatisch. Ich meine, wenn das R runtergeht und wir das sehen, ist das ja erstmal eine gute Nachricht. Aber wenn es um die Frage geht, war das R zu einem Zeitpunkt oder zum anderen Zeitpunkt schon unter 1, dann sind diese kleinen Unterschiede relativ wichtig. Um dann etwas zuverlässiger das R zu schätzen und diese Infektionsdynamik mit diesem möglichen Rückgang auch wirklich in ein Modell reinzunehmen, kann man anders herangehen und eben ein volles Modell im Hintergrund rechnen, wie zum Beispiel ein sogenanntes SIR-Modell, was ich Ihnen schon vorgestellt habe. Wenn ich dieses SIR-Modell rechne, kann ich dann zusätzlich bestimmte Annahmen machen. Ich kann Annahmen machen, dass politische Intervention zusammen mit den einhergehenden Verhaltensänderungen zu Änderungen geführt haben. Also ich mache sozusagen in diesem Modell Priors, also vorherige Annahmen darüber, dass zu bestimmten Zeitpunkten der R-Wert runtergegangen ist. Jetzt etwas Technisches. Dann kann ich im Prinzip das Modell laufen lassen mit verschiedenen Sorten Parametern und teste auf eine geschickte Art und Weise mit sogenannten Monte-Carlo-Sampling, welches der Modellparameterkombination am allerbesten die Daten, die ich beobachtet habe, erklärt. Das ist der Ansatz, den wir gewählt haben. Das sind dann die Ergebnisse. Ich zeige Ihnen die nochmal jetzt hier für Daten bis inklusive 19. April. Der wichtige Unterschied ist hier, ist, ob R größer als 1 ist oder R kleiner als 1. Das ist genau diese Linie. Nehmen wir alle Daten hier bis Mitte Ende März, also alle Daten, wo wir denken, dass die Interventionen und das Verhalten vom 15. März noch keine Rolle gespielt haben wegen dem Delay, dann sehen wir hier dieses mögliche Wachstum, das ich vorher schon gezeigt habe. Und hier möchte ich einmal zeigen, wie die einzelnen Parameter dargestellt werden. Wir gehen ursprünglich davon aus, dass wir wissen, es gibt eine Wachstumsrate ohne jegliche Intervention, ohne Verhaltensänderung. Wir wissen eigentlich, wie groß sie sind. Das heißt, wir nehmen hier einen relativ breiten Prior an. Wir wissen, hier ist die Wahrscheinlichkeit auf der Y-Achse. Wir wissen nicht, was der genaue Wert dieses Parameters ist. Wenn wir danach die Daten gefittet haben, haben wir eine bessere Information über den Parameter, aber eben auch eine gewisse Unsicherheit. Genauso hier für den zweiten Parameter Lambda 1 ist hier dieser Parameter nach dem Wochenende vom 8. März. Also wir sehen, dass zwischen vor dem Wochenende vom 8. März und nach dem Wochenende vom 8. März der mittlere Wert definitiv runtergegangen ist von rund 0,33 auf unter 0,2. Dasselbe können wir jetzt machen mit
indem wir die Daten noch eine Woche länger nehmen und davon ausgehen, dass die Verhaltensänderungen und Maßnahmen vom 22. und 23. März noch keine Rolle spielen. Dann sehen wir, dass es wahrscheinlich weiter zu exponentiellem Wachstum geführt hätte, wenn auch verlangsamt. Wenn wir dann die Daten für noch gut eine Woche mehr reinnehmen, dann sehen wir die erste Hinweise darauf, dass die Wachstumsrate, dass R noch weiter abgenommen hat. Nehmen wir jetzt die Daten komplett bis hier den 19. bis zum 19. April rein. Dann sehen wir zum allerersten Mal, dass auch inklusive der Konfidenzintervalle das R unter dem wichtigen Wert von 1 liegt. Das heißt, und das ist hier wichtig zu sehen, wenn man sich die Rohdaten anschaut, dann hat man den Eindruck, dass der Peak möglicherweise hier oder vielleicht hier lag, also dass irgendwo in dem Bereich, in diesem Bereich schon eine Umkehr von Wachstum auf Rückgang passiert ist. Aber was wir sehen, ist, dass selbst hier nach den Fallzahlen, die im Prinzip mit den Verhaltensänderungen vom 15. März assoziiert sind, dass selbst da noch ein exponentielles Wachstum an Prüfstrichen rauskommen würde oder selbst hier eine Woche später, die Fallzahlen gehen zurück, aber die Extrapolation sagt, die Fallzahlen sind eigentlich etwa gleich geblieben. Das bedeutet, es reicht nicht auf die Rohdaten der gemeldeten Fälle zu schauen, um dann zu sehen, wo dieser Umkehrpunkt war. Man verschätzt sich eben wegen dieser unerwarteten Effekte im R, die ich Ihnen vorher erklärt habe. Was bedeutet das jetzt für die kommenden Monate? Wir haben uns ein paar ganz grundlegende Aspekte von diesen SER-Modellen auch angeschaut und die möglichen Effekten von Interventionen. Hier haben wir mal angenommen, dass eine Intervention entweder, sag ich mal, am Tag 0, also einem irgendeinen bestimmten Tag anfängt, oder 5 Tage früher oder 5 Tage später. Erstens sehen wir, dass die Effekte, die man dann in den berichteten Fallzahlen sieht, natürlich erst mindestens eine Woche oder 2 später anfangen, sichtbar zu werden. Das ist aber auch gerade in der Anfangsphase, in diesem exponentiellen Wachstum, ganz große Unterschiede macht, ob man früher oder ob man später handelt. Es macht hingegen wenig Unterschied, ob man die Interventionen hier, sage ich mal, relativ plötzlich einführt oder ob man sie eher langsam einführt, solange, sage ich mal, das mittlere Datum der Intervention dasselbe ist. Schauen wir uns jetzt die Fallzahlen verschiedener Länder an. Ich habe sie hier mal die Anzahl Neuinfektionen gezeichnet und zwar normiert auf je 1 Million Einwohnerinnen und habe alle auf das Maximum zentriert. Ich möchte hier gerne 2 Kurven zeigen. Das hier ist die Kurve für Deutschland, die zeigt eben diesen steilen Anstieg und einen fast ganz genauso steilen Rückgang wie am Anfang der Anstieg. Das ist relativ schneller Rückgang im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ein Land, was eigentlich eine ganz ähnliche Kurve zeigt, ist Australien. Australien hat dieselbe Form einer Kurve, allerdings fast einen deutlichen Faktor niedriger. Australien hat früher mit Maßnahmen angefangen. Die haben also genau dieselbe Kurve, aber eben auf niedrigerem Niveau. Ein anderes Land, was sicherlich auch nicht, ich sage mal, uninteressant ist auf gewisse Weise, ist hier Brasilien. In Brasilien sehen wir immer noch einen Anstieg der Fallzahlen. Das heißt, und weist darauf hin, dass auch in warmen Ländern die Fallzahlen nicht einfach so zurückgehen, indem man sie eine gewisse Höhe erreicht haben. Und dass dieser Rückgang, den wir in Deutschland, aber auch in Australien gesehen haben, auf die Verhaltensänderung der Menschen, auf die politischen Interventionen zurückführbar ist. Länder, in denen, sage ich mal, die politischen Interventionen etwas zögerlicher umgesetzt worden sind, wie England oder Amerika, da sieht man, dass der Rückgang wesentlich langsamer ist als in Deutschland. Was ist nun wichtig? Wir haben schon relativ früh, Ende April, uns zusammengetan von der Max-Planck-Gesellschaft, einer größeren Gruppe, dem Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz und Leibniz und gemeinsam
eine Stellungnahme zu einer Strategie zur Eindämmung von der Covid-19-Pandemie erarbeitet. Da gibt es ein paar Kernaspekte. Einer der Aspekte ist, dass es eine Eindämmung, die im Prinzip einzig sinnvolle Strategie ist, solange man eben keinen Impfstoff und auch keine sehr sinnvolle Behandlung hat. Wie dämmt man so eine Ausbreitung ein? Das erste ist Break the Chain, also die Ketten, die Infektionsketten unterbrechen. Und wie macht man das? Über Testen, Tracen und Isolieren. Die Idee ist, dass wenn man eine infizierte Person hat, dann soll man natürlich diese einzelne Person isolieren, damit sie nicht weiter an ihre Person ansteckt. Aber man sollte auch deren Kontaktpersonen isolieren, denn falls die krank geworden sind, sollten die nach Möglichkeit auch keine weiteren Personen anstecken und nicht aus Versehen, möglicherweise auch unwissentlich, diese Krankheit in Pflegeheime oder Krankenhäuser tragen. Der zweite Aspekt ist, dass man Ausbrüche so früh wie möglich durch Testen, im Zweifel auch durch verdachtsunabhängiges Testen, aufdeckt. Was kann man, was sollte man weitersehen? Das ist in gewisser Weise ein selbstverstärkender Prozess. Je geringer nun die Infektionszahlen sind, desto vollständiger können die Gesundheitsämter nachverfolgen. Und wenn die Gesundheitsämter nachverfolgen können und wenn sie schnell sind, dann können sie sehr viel dazu beitragen, diese Ketten, die Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist eine effektiv bringt dieses Unterbrechen der Infektionsketten das R sehr effektiv runter. Das heißt, es ist ein extrem wichtiger Aspekt, um das Ausbreitungsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Je niedriger also die Fallzahlen, desto mehr Freiheiten kann man sich in anderen Bereichen leisten. Was kann jeder Einzelne beitragen? Ein Vorschlag ist, ein sogenanntes Corona-Tagebuch zu führen. In diesem Corona-Tagebuch kann man mal selber aufschreiben, welche Kontakte man hatte. Sollte man sich infiziert haben und sollte man also zurückverfolgen müssen, wann man wen getroffen hat, dann hilft dieses Corona-Tagebuch und zwar ohne jede, ich sag mal, Datenschutzproblematik. Also selbst wenn es keine App gibt oder solange es keine App gibt oder wenn man diese App nicht benutzen möchte, dieses Corona-Tagebuch ist definitiv sehr hilfreich, denn falls man selbst krank wird, möchte man natürlich auch seine Freunde und Bekannte warnen, sodass die nicht aus Versehen diese Krankheit in andere Einrichtungen schleppen. Jetzt möchte ich zur Zusammenfassung kommen. Wir haben Bayesche Inferenz gemacht mit sogenannter Change Point Detection, um die Effektivität politischer Interventionen abzuschätzen, zusammen mit den entsprechenden Verhaltensänderungen zum selben Zeitpunkt. Wir haben gezeigt, dass schnelle Änderungen in der wahren Reproduktionszahl R dazu führen können, dass man transient mit einer einfachen Abschätzung des R einen Rückgang der Fallzahlen sieht und auch eine möglicherweise fälschliche Unterschätzung vom R haben kann. Das bedeutet und im Grunde, dass egal wie man das R berechnet oder in welches Modell man benutzt, die Ergebnisse ein Stück von dieser Berechnung und diesen Modellannahmen abhängen. Und ein simples Modell, genauso wie ein komplexeres Modell, die haben alle Annahmen. Manchmal werden sie explizit gemacht, manchmal werden sie weniger explizit gemacht. Und das letzte Punkt, je niedriger die Fallzahlen, desto einfacher ist die Eindämmung der Ausbreitung. Wichtiger Beitrag ist hier das Testen, Tracing und Isolieren und auch das präventive Testen, um so früh wie möglich neue Erkrankungen zu erkennen. Hiermit möchte ich gerne meiner Gruppe danken, als wir gesehen haben, dass eben in China die Fallzahlen exponentiell wachsen und als dann die ersten Fälle in Italien auftraten, war uns klar, dass das auch in Deutschland ist und dass es in Deutschland relevant sein wird. Wir haben uns also dran gesetzt und unsere Expertise, die wir über Ausbreitungsprozesse haben, genommen und ganz erstmal aus Eigeninteresse diese Ausbreitungsdynamik modelliert und die Parameter abgeschätzt. Und dann war das eine sehr, sehr interessante Dynamik hier am Campus Göttingen, auch angestoßen von Reinhard Jahn, vom Präsidenten, der dann sagt, wir brauchen eigentlich dringend Leute, die uns Vorhersagen machen. Wir als Arbeitsgruppe haben uns gedacht, ja, wo sind denn die Personen, die das eigentlich machen? Und es stellte sich heraus, dass unser Modell sehr nützlich ist und auch sicherlich eins der fortgeschrittensten zu dem Zeitpunkt war. Meine Gruppe hat also sehr intensiv gearbeitet und das Ganze, dass wir das so schnell umsetzen konnten, ist nicht nur meiner Gruppe zu verdanken, es ist auch hier dem Göttingen Campus zu verdanken und der Max Planck
dem Max-Planck-Institut, der Max-Planck-Gesellschaft. Es war eine oder ist immer noch eine Zeit, in der wir in extrem engen Austausch stehen mit anderen Wissenschaftlern, mit Klinikern, mit Epidemiologen. Und ich muss sagen, ich schätze diesen interdisziplinären Austausch sehr. Ich schätze die Unterstützung, die wir hier am Göttingen Campus bekommen haben, extrem. Und hoffe, dass und freue mich eben auf die weitere Zusammenarbeit in dem Bereich. Vielen Dank. Also wir kommen jetzt zu dem Teil, den ich am Anfang schon angekündigt habe. Sie haben die Möglichkeit noch, sich mit einigen Fragen an Frau Priesemann zu wenden. Und ich schaue jetzt gleich mal, weil ich sehe, dass hier schon erste Fragen gekommen sind. Das eine ist ein Dank, super toller, informativer Vortrag zu diesem schwierigen Thema. Und dann haben wir aber auch gleich eine Frage, die lautet, welche Folgen hat es denn für das Modell, wenn es Überdispersion gibt, also die Varianz von R sehr groß ist? Genau, welche Rolle spielt das? Das ist etwas, was wir hier nicht explizit mitmodellieren. Wir gehen hier ganz explizit von dem Mean-Field-Modell aus, wo vor allen Dingen der Mittelwert des R eine große Rolle spielt. Diese Überdispersion führt dann typischerweise zu einer größeren Varianz in der möglichen Ausbreitung. Und das, die Überdispersion ist natürlich auch ein ganz spannender Faktor. Was bedeutet die eigentlich? Vielleicht sage ich das auch einmal ganz klar für alle, die diesen Begriff nicht so gut kennen. Die Frage ist ja sozusagen, nehmen wir mal an, wir haben ein R von 3. Eine Person steckt im Mittel 3 Personen an. Ist es so, dass jede Person genau 3 Personen ansteckt? Oder ist es so, dass manche oder viele Personen eigentlich niemanden anstecken, aber ein kleiner Teil 20 oder 30 Personen ansteckt? Also wir könnten uns in dem Extremfall vorstellen, dass 10% der Personen gleich 30 Personen anstecken und die anderen 90% stecken niemanden an. Dann haben wir eine sehr extreme Verteilung, die im Mittel aber genau dasselbe R hat. Was bedeutet das? Es gibt einen Hinweis darauf, dass eben die Ausbreitung hier von SARS-CoV-2 einen hohen Dispersionsfaktor hat. Das bedeutet, sehr wenige Personen sorgen für sehr, sehr viele Ansteckungen. Diese großen Ansteckungszahlen kommen häufig bei Großveranstaltungen vor, bei Festen, bei, sag ich mal, wir kennen es ja inzwischen, Chor, Kirchen oder beim Singen, bei Treffen von vielen Personen. Das weist natürlich dann darauf hin, dass man genau solche Veranstaltung vermeiden sollte und damit das R relativ effektiv runterbringen kann. Also eigentlich ist diese große Dispersion zur Kontrolle von dem Ausbruch eine große Chance. Es ging ja auch durch die Medien, dass diese sogenannten Superspreader anscheinend bei dem Krankheitsgeschehen eine ganz besondere Rolle einnehmen. Und das scheint sich dann auch zu unterscheiden von anderen bekannten Krankheitsverläufen, die auch durch Viren verursacht werden, kann man das so sagen? Ja, jeder Krankheitsverlauf hat seinen eigenen Dispersionsfaktor, natürlich sein eigenes R und seinen eigenen Dispersionsfaktor, wo und wie diese Infektionen stattfinden. Wenn man weiß, wo und wie diese Infektionen stattfinden, kann man eben wesentlich besser wissen, wie man so eine Krankheitsausbreitung eindämmen kann. Bei einer neuen Krankheit wie eben SARS-CoV-2 kann man versuchen abzuschätzen, wie sie sich ausbreitet. Man hat natürlich, ist davon ausgegangen, dass sie sich ähnlich ausbreitet wie Grippe oder wie eben MERS oder SARS, was schon vorher bekannt war, aber wo auch die Unsicherheit sehr groß war. Und deswegen ist es auch eine große Herausforderung am Anfang, genau zu wissen, wie solche Ausbreitungen vonstatten gehen und wo die Risiken liegen. Ich meine, wir erinnern uns an die Diskussion am Anfang, Maske, keine Maske, Schmierinfektionen, sind Schmierinfektionen wichtig, was kann man noch anfassen, muss man nicht alle Oberflächen desinfizieren. Inzwischen sieht es ja gewisserweise, ich würde sagen, ganz gut aus, in dem Sinne, dass man sich draußen relativ ungefährdet treffen kann, wenn man die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Wir haben zwei Fragen noch dazu, die gehen eigentlich beide in den gleichen Kontext. Die eine lautet, dass ja Deutschland relativ vieles anscheinend richtig gemacht hat, was man halt auch an den Zahlen der verhältnismäßig geringen Menschen, die hier verstorben sind aufgrund des Virus, was man daraus ableitet. Und hier war die Frage, ob es möglicherweise daran gelegen hat, dass das SIR-Modell schon während der Ausbreitung angewendet worden ist, ob man da einen Zusammenhang herstellen kann.
Die ersten Ergebnisse, also ich könnte nicht behaupten, dass das hier mein großer Verdienst wäre oder sowas von unserem Modell, weil wir, wie gesagt, erst am 2. April diese Ergebnisse veröffentlichen konnten. Das liegt daran, dass es so lange dauert, bis die Ergebnisse da sind. Aber was ich ganz klar sagen möchte ist, Deutschland hat eine wahnsinnig starke Wissenschaftslandschaft. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Leute, nicht nur mich, sondern eben auch viele Kollegen, die wirklich ihre Wissenschaft stehen und liegen lassen haben, um sich darum zu kümmern, dieses neue Virus zu verstehen. Ich fand das total beeindruckend. Ich finde das immer noch beeindruckend, wie viel Ressourcen wir da haben, wie viel Engagement und wie viele tolle Leute, die da sich auf dieses neue Forschungsthema eingelassen haben. Dazu kommt, und das ist auch nicht zu vergessen, Angela Merkel ist Physikerin und die hat diese Dynamik von solchen Modellen sehr, sehr, sehr gut verstanden. Es lohnt sich, die Pressekonferenzen von ihr aus der Zeit anzuschauen. Da würde ich als Physiker sagen, Chapeau, das ist wirklich gut. In eine ähnliche Richtung ging eine Frage, die ein bisschen stärker vielleicht nochmal auf die Zukunft jetzt auch blicken lässt. Und zwar bei den Modellen geht es ja um die Wirkung von Interventionen halt. Und die Frage ist, ob aus diesen Interventionen, die sich nun mittlerweile in der Zeit der Lockerung regional und lokal sehr unterschiedlich darstellen, ob man daraus eigentlich dann allgemeinere Zukunftsszenarien ableiten kann, und ob das Modell da noch greift. Ob man daraus allgemeinere Zukunftsszenarien ableiten kann. Ja, im Prinzip. Also ich verstehe das so, dass es dann darum geht auch, weil das Handeln, wenn jetzt doch wieder ein Infektionsfall auftritt, das nährt sich ja aus den Erfahrungen, die gemacht wurden halt. Und wenn es nun regional und auch lokal halt auf noch kleinerer Ebene sehr stark auseinandergeht, ist ja so ein bisschen die Frage, können Modelle so ein Geschehen dann überhaupt noch greifen, weil sie ja als Modell mit dem modellhaften Charakter dann natürlich auf eine Art immer auch vereinfachen müssen? Die lokalen und also das Erste, was man sagen muss, ist, dass das Modell, was wir haben, sehr mächtig in dem Sinne ist, dass es sehr schnelle Ergebnisse bringt. Aufgrund der berichteten Fallzahlen oder aufgrund oder basierend eben auf der Anzahl von Onset of Symptoms, also wann das Datum, wo die Symptome anfangen. Aber es ist halt eben diese Vereinfachung, dass es keine expliziten Annahmen darüber macht, wie viel Kontakte die Menschen haben, was die Altersstruktur ist. Das kann man alles in diese Modelle reinbringen. Das ist dann fast eine philosophische Frage. Wie komplex mache ich mein Modell? Welche sind die wichtigen Faktoren und welche sind die Faktoren, die ich dann eben weglasse? Ich kann natürlich, das beste Modell dieser Welt ist eine Kopie dieser Welt. Das ist natürlich nicht das Ziel der Sache. Wir als Physiker sagen dann gerne, all models are wrong, but some are useful. Also es kommt extrem auf die Frage an, die ich stelle, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Die Frage, die wir uns eben gestellt haben, ist, was insgesamt in Deutschland die Effektivität der Intervention zusammen mit den Verhaltensänderungen der einzelnen Menschen. Und dafür ist diese Modellkomplexität sehr, sehr sinnvoll, weil gerade wenn man ganz am Anfang der Epidemie einfach sehr wenig Informationen hat, es hat ja wirklich gedauert, bis wir all diese Informationen auch zusammentragen konnten, da braucht man schnelle Ergebnisse. Und diese schnellen Ergebnisse brauchen wir auf unsicheren Daten. Und da ist dieser Bayesche Ansatz, den wir genutzt haben, extrem hilfreich und extrem mächtig. Vielleicht nochmal eine Frage, die auch nochmal direkt sich eigentlich auf das Modell selber richtet. Und zwar in Frankreich gibt es ja circa 20% der Erkrankten, muss man sagen, sind dort leider verstorben. Und in Deutschland sind es weniger als 5%. Gibt das Modell auf diese Unterschiede eine Antwort? Da muss man ganz genau differenzieren. Sie sagten, 20% der Erkrankten sind verstorben. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland genauso wie in Frankreich dieselbe Anzahl der Infizierten auch wirklich verstirbt, gerechnet auf die Altersstruktur und so weiter. Es gibt also einen Unterschied zwischen der Infection Fatality Rate, also dass man stirbt, wenn man infiziert wurde, und der sogenannten Case Fatality Rate, also die, wenn man denn als positiv getestet wurde, dass man stirbt. Was dieser Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, was das angeht, das weist einfach darauf hin, dass Frankreich sehr, sehr viel weniger getestet hat als Deutschland. Weil diese 20%, die da genannt werden, beziehen sich, wenn ich das richtig sehe, auf die Case Fatality Rate, also wie viel der positiv Getesteten auch wirklich gestorben sind. Wir haben uns Daten von anderen Ländern angeschaut. Wir dachten, wir haben jetzt dieses tolle Modell, das lässt sich im Prinzip ganz auf Frankreich, Italien,
Spanien und im Prinzip alle anderen Länder anwenden. Aber das A und O ist, dass die Daten, die da reingehen, auch ausreichend zuverlässig sind. In Deutschland haben wir uns sehr, sehr, sehr genau angeschaut, wie zuverlässig das Testen war und sehen, dass es also wirklich gegeben die Schwierigkeiten, die man hat in so einer Anfangszeit, wirklich sehr, sehr beeindruckend zuverlässig ist. In Frankreich ist das nicht der Fall. In Frankreich, für alle, die dort Daten analysieren würde, sollte man zum Beispiel die Hospitalisierungszahlen nehmen. Also wann die Menschen ins Krankenhaus gekommen sind mit SARS-CoV-2, weil die sind wiederum relativ zuverlässig. Und wenn wir das zusammen mit den verschiedenen Interventionen, die wir aus Frankreich kennen, laufen lassen, das haben wir intern gemacht, kommen wir dort zu im Prinzip ähnlichen Ergebnissen, wie Sie sie auch für Deutschland gefunden haben. Das Wichtige ist also wirklich das A und O. Das beste Modell hilft nichts, wenn die Daten nicht gut sind, die man reintut. Und gerade diese Zahlendiskrepanz, die weist eben auf schlechtere Datenqualität hin. Ja. Dann vielleicht noch, weil Sie eben jetzt, ich würde auch sagen, das ist dann tatsächlich auch die letzte Frage, die ich an Sie übergeben möchte. Und Sie hatten ja eben lobend Angela Merkel auch erwähnt. Und Andreas Busch fragt uns, wie viel Kontakt haben Sie mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern gehabt, also mit Kollegen und Kolleginnen, die in anderen Ländern ähnliche Analysen machen, wie viel Kontakt Sie da gehabt haben und ob Sie sagen können, ob die Politikberatung bei uns anders ist als in zum Beispiel anderen europäischen oder außereuropäischen Ländern. Also ich selber habe ganz gezielt den Kontakt auch in die anderen Länder gesucht, gerade in anderen europäischen Länder. Und ich habe auch ganz gezielt den interdisziplinären Austausch gesucht. Mir ist es wichtig, ich meine, die Epidemiologie, die theoretisch, wie breitet sich etwas aus, ist ja nur ein kleiner Teil. Aber die Frage, was bedeutet das für die Wirtschaft, was bedeutet das für den Menschen, ist ja noch wesentlich wichtiger. Die Strukturen sind verschieden in den verschiedenen Ländern. Hier in Deutschland ist das sehr informell. Es gibt keine formalen Gremien. Ich weiß, dass in der Schweiz Kollegen in einem neu gegründeten Gremium sind. Ich weiß, dass eben in England dieses sogenannte SAGE existiert schon lange. Das ist eben für Wissenschaftsberatung, ganz gezielt für Wissenschaftsberatung für die Politik. Es gilt auch als umstritten, weil es als intransparent gilt. Ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr verschiedene Modelle. Ich denke, der informelle Weg, den wir in Deutschland gefunden haben, der war nicht immer ganz einfach. Er war sehr divers. Aber ich zumindest fand es, ich glaube, unterm Strich können wir sagen, ist es insgesamt erstaunlich gut gelaufen. Ja, schön. Damit kommen wir dann für heute auch tatsächlich zum Abschluss. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Presemann. Und ich bedanke mich bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse. Und natürlich lade ich Sie auch sehr gerne wieder dazu ein, dass Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Dann geht es zur gleichen Zeit mit Professor Nico Balkenhol und Professor Andreas Schuld, beide aus der Forstwissenschaftlichen Fakultät, darum, was der Erhalt von Arten und von den Lebensräumen von verschiedenen Arten, was dieser Erhalt mit Corona zu tun hat. Sicherlich auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ihnen allen bleiben Sie gesund und wir sehen und hören uns hoffentlich wieder. Einen schönen Abend.